Hallihallo, ich bin's mal wieder. Ich hatte 2 Monate Pause. Ja, wir sind umgezogen, es ist ziemlich viel passiert und es ist ein Fernstudium, man kann es sich erlauben. Ich wollte jetzt nur mal ein ganz kurzes Quick-Update-Video machen. Ich habe nämlich gerade vor 5 Minuten meine erste elektronische Online-Klausur gemacht, abgegeben und wollte da jetzt gerade einfach mal das aktuelle Feedback, was ich noch so im Kopf habe, zu abgeben, weil ich halt über so viele Hürden gestolpert bin, bis ich dorthin gekommen bin. Und das hat ja mal wieder kein Video auf YouTube gegeben, was ich in irgendeiner Form hilfreich fand. Deshalb sehe ich es jetzt hier als meine Aufgabe an, ein bisschen über diese Online-Prüfung zu sprechen. Und ich will auch gar nicht lang rumlabern. Das Allerwichtigste vorneab ist die technische Voraussetzungen, die man halt einfach haben muss. Und es gibt von der EU ein ganz tolles Tool, dass man die Prüfung vorher einmal ausprobiert. Kann man sich einfach eintragen, kann man mit Proktor oder ohne Proktor machen. Also der Proktor ist dieser Mensch, der dich da überwacht. Und genau, dafür muss man einen Termin machen, weil die natürlich auch nicht immer einfach sofort springen. Aber die Termine gibt es eigentlich rund um die Uhr. Das ist meistens ein Callcenter, glaube ich, was irgendwo in Indien sitzt. Und ja, die meisten Prüfungen finden in dem Fall deshalb auch auf Englisch statt. Man muss jetzt nicht krass gut Englisch können, wobei ich schon finde, dass es echt hart ist, sie zu verstehen. Also die haben halt wirklich einen krass indischen Dialekt. Das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass das immer so ist. Man kann sich auch zu deutschen Prüfungen anmelden. Aber da gab es weniger Termine. Also ich glaube, da gab es jetzt den nächsten erst nach Weihnachten. Und ja, ich wollte das jetzt halt unbedingt vorher noch machen. Ja, ich habe dann gestern eigentlich eine Probeklausur schreiben wollen. Aber dadurch, dass ich da eben in dem Programm und dass ich das alles noch nie gemacht habe, aus Versehen mich heute zu einer echten Klausur angemeldet. Und das Problem ist, dass man seine Klausuren nur innerhalb von 24 Stunden ändern oder stornieren kann. Und ja, ich war dann schon in diesen 24 Stunden drin. Das heißt, ich konnte auch keine Probeklausur mehr vorher buchen, weil, wie gesagt, es geht immer nur 24 Stunden vorher. Also du kannst nicht heute jetzt sagen, hier, ja, jetzt habe ich Bock auf meine Prüfung. Das genau, braucht anscheinend immer 24 Stunden, was ich ein bisschen blöd finde, weil vielleicht entscheide ich spontan, das geht jetzt, aber morgen geht es nicht oder keine Ahnung, was man sich dann denkt. Ja, wie auch immer. Ja, ich habe dann eben aus Versehen online das Falsche gebucht und musste dann, jetzt wurde übel gezwungen, diese Klausur schreiben. Es war okay, ich habe es, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Aber ich hatte echt Schiss, weil wenn deine technischen Voraussetzungen nicht klappen, wenn das Video nicht klappt, wenn das Internet nicht klappt, dann hast du verkackt und dann fällst du durch. Da kann nämlich keiner was für, außer du. Das heißt, du hast dann einfach nicht bestanden. Und ich konnte es eben vorher nicht ausprobieren. Deshalb war ich mega nervös die ganze Zeit. Ich habe auch voll gezittert. Und es ist natürlich schon was anderes, wenn man eine Online-Klausur schreibt und man weiß, man wird die ganze Zeit überwacht. Ich hatte hier nebenbei die Waschmaschine an. Ich meine, ich war allein zu Hause, aber ich hatte die Waschmaschine an. Die Katze liegt nebenan im Bett und eigentlich wäre jetzt gerade so aktive Zeit. Und ich habe mir gedacht, wenn da jetzt irgendwas, ich meine, was ist, wenn, ich habe die Tür extra einen Spalt offen gelassen, was ist, wenn da jetzt reinkommt und keine Ahnung, kuscheln will, der sitzt hier manchmal neben meinem Stuhl, miaut und dann nehme ich ihn hoch und muss ihn streicheln, ansonsten lässt er mich nicht in Ruhe. Und ich weiß nicht, ob man sowas während der Prüfung machen kann. Es heißt, man muss alleine sein. Ich denke, da zählen wahrscheinlich auch Katzen. Ja, wie gesagt, es hat am Ende alles gut geklappt, aber eben, ich wollte das vorher nochmal klarstellen, was man beachten muss, weil ich war überfordert. Zu den technischen Sachen, ich habe mein Handy als Webcam benutzt, hat super funktioniert. Ich weiß, dass die EU vorschlägt, eine Webcam, eine externe zu kaufen, aber juckt. Ich habe iPhone 11 Pro, ist völlig ausreichend. Und also er hat meine ID, mein Ausweis hat er nicht so gut auf der Innenkamera erkannt, aber du kannst dann einfach die Kamera wechseln und dann hat das von der anderen Seite gesehen und es hat gut geklappt. Ja. Da musste ich noch meinen Raum abfilmen. Das ist auch immer noch so ein Ding. Das hat ja hat eine Sekunde gedauert, war alles super. Aber ich wusste eben nicht technisch, ob mein Handy sich verbindet mit meinem PC. Ich konnte das vorher nicht ausprobieren, weil
Das wird über GoToMeeting gemacht und GoToMeeting kannst du nicht einfach so, da brauchst du einen Link für. Das heißt, ich konnte keine Webcam-Ausprobierung starten und das war natürlich dann, ich war aufgeregt. Aber ja, ich sag ganz schön oft, ich wollte das Video eigentlich nicht schneiden. Kommt klar, ich lade es jetzt gleich so hoch. Was noch? Jetzt ist man natürlich unter Druck gesetzt, das ist genau wie in der Prüfung. Ja, ich wollte nur sagen, genau, ich habe die App Epoch Cam, ich kann das ja mal unten verlinken, habe ich mir runtergeladen fürs, ja, fürs Smartphone. Da muss man dann noch die Applikation auf dem MacBook oder halt auf deinem Laptop installieren und dann öffnet der sich automatisch, wenn du die App auf dem Handy öffnest, verbindet der sich mit dem WLAN, weil ihr, also wenn man im gleichen WLAN ist. Und dann kannst du, wenn du von diesem Proktor in das GoToMeeting eingeladen wirst, kannst du, bevor du quasi online gehst, kannst du deine Kamera nicht auswählen. Und deshalb habe ich gedacht, Kacke, jetzt geht meine Kamera nicht und das ist alles vorbei. Du kannst dein Mikrofon alles auswählen und dann habe ich auf Beitreten geklickt und manchmal so, oh Gott, I'm sorry, my camera is not working. Und dann so, ja, ich muss das auch jetzt freischalten. Und dann dachte ich so, okay, puh. Weil man kann nämlich, bevor man eintritt, kann man seine Kamera schon auswählen, also welche Kamera du willst, hier die vom MacBook oder eben die verbundene. Es wurde auch alles angezeigt, alles gut. Aber eben, ich hatte kein Kamerabild und war kurz, ja, geschockt. Ansonsten ist er während der Prüfung still, du siehst halt die Zeit mitlaufen und am Ende habe ich dann dreimal Hallo gesagt, weil ich mir nicht sicher war. Ich habe dann abgegeben und da stand, ich kann alles schließen, aber ich dachte mir, ich sag mal vielleicht noch Tschüss oder so. Genau, und er hat mich dann tatsächlich noch so weitergeleitet zu einem Ende-Validierungstest. Was war das? Fragebogen, kein Test. Also man muss halt einfach kurz Fragen beantworten, wie es halt so, ja, wie es so war. Und ja, jetzt habe ich hier, also ich habe Marketing Teil 2 geschrieben, weil Teil 1 wurde mir angerechnet. Und jetzt steht hier auch gleich schon bei meinen Noten, dass die Bewertung folgt. Das heißt, es ist schon eingegangen. Und ja, ich hatte ja genau Marketing 1 und BWL 1 angerechnet bekommen und jetzt muss ich noch genau BWL 2 machen und dann noch Soziologie, aber davor scheue ich mich gerade ein bisschen und dann ist das erste Semester um. Aber ich habe auch eigentlich nur noch einen Monat, also sollte ich vielleicht mal wieder ein bisschen was machen. Egal, ich schweife schon wieder ab. Es wird jetzt wieder ein bisschen mehr kommen, weil ich habe jetzt auch tatsächlich einen Content Room. Ich habe hier einen. What is going on? It just stopped. Na toll. Ich war ja auch eigentlich schon am Ende. Ich habe hier einen Content Room und wollte sagen, ich habe jetzt hier einen Schreibtisch und ich habe hier ein kleines Studio und ich werde jetzt filmen. Aber ich habe auch noch gesagt, dass mein Freund sich hier einen Racing Simulator reinbauen will und ich dann noch nicht so ganz weiß, wie das platzmäßig sein soll, aber dann kriegen wir schon alles hin. Ich bin erstmal froh, dass ich jetzt meine erste Online-Prüfung fertig habe. Wahnsinn, da ist mein iPhone-Speicher voll. Egal, bin fertig mit Reden. Bei Fragen schreibt mir. Ich freue mich. Ich freue mich, dass ich wieder am Start bin, dass ihr am Start seid, dass wir alle am Start sind. Tschüss.